noch mehr nimmt. Von Mbala nach Kituta Bay. Paul Grätz fand zwischen diesen beiden Orten keine Straße vor, als er seinerzeit mit der Hedwig von Wissmann in Kituta Bay landete. Er entschloss sich selbst, eine Straße anzulegen. Sie wurde 13 Kilometer lang. Die Belohnung ist so dicht vor Augen. In naher Ferne blitzt der See. Doch so mancher Fallstrick muss noch überwunden werden.